Schön, dass ihr wieder mit am Start seid hier zu einer neuen Folge. Ja, ich bin hier in Prag, habe hier schon geladen, Trailer auch schon jetzt neuen Trailer drauf, also gewechselt quasi. Habe jetzt Planauflieger. Ja, ich dachte, es wäre kühler, aber nee, das war ein Missverständnis. Er hatte einen Dings drauf, einen Plane, und deshalb habe ich jetzt die Plane übernommen und ja. Alles kein Ding als solches. Und ja, wir, wie gesagt, also geladen haben wir schon 12 Tonnen Boden. Und ja, können wir die Tour ja soweit als solches beginnen. Naja, nee, eine Tour ist es nicht. Das ist schon ein Abenteuer, Leute. Denn was soll ich sagen? Aber mal selber reinschauen. Und dann könnt ihr so schon sehen hier. Es geht nach Bischkek in Kirgistan. Und ja, ist auch die Hauptstadt von Kirgistan und ja, es ist so wie es ist. Wir wollten jetzt mal so eine größere Tour fahren, jetzt habe ich hier so einen Eumel gekriegt, ne, an Tour. Ja, also 17.260 Kilometer insgesamt, also mit Seeweg, ne, alles inklusive natürlich. Ja, begütet wird das Ganze komplett mit 9.006, na, ruhig, 9.652 Euro. Und ja, davon gehen dann schnurstracks jetzt 3.549 an, ja, an Fährpreis natürlich, ne? Wir müssen ja, können ja nicht rüberschwimmen, ne? Und ja, dann so gute 6.103 Euro nach Adam Riese und Brutto natürlich. Und ja, dazu sind, dass wir mit klarkommen, ne? Ja, wir wollten ja diese Tour haben. So, und ob es diese 12 Tonnen Boden wert sind, ja, man weiß es nicht. Aber nun gut. Das ist das, was uns bevorsteht. Und ja, das werden wir auf jeden Fall jetzt nicht in einer Folge hier abfrühstücken. Das können wir nicht. Also das ist ein bisschen, denke ich mal, zu lang. Aber ja, machen wir zwei Teile. Und das ist ja auch nicht so schlecht. Nein, das haben wir ja schon gesehen hier. Das Ganze, das wollten wir gucken, ne? Und zwar unsere Tour. Ja, wir fahren ja jetzt gleich nur stracks los. Sondern hier rüber, ja, Deutschland, Nürnberg, oder Nürnberg vorbei, Stuttgart. Dann machen wir so schnell durch, ich glaube jetzt nicht alles hier benennen, so die ganzen, ja, einzelnen Sachen. Zürich und Bern geht es dann, also in die Schweiz, Genf, dann Frankreich, Lyon, dann geht es runter nach Südfrankreich, Montpellier, ja. Für mich ist es eigentlich so ein kleiner Umweg, aber gut, wir fahren dann so, so ist das angegeben. Und dann geht es nach Barcelona. Ja, weiter dann über Tarragona nach Valencia und ja, da wird natürlich dann die Fähre genommen und ja, also das alles so überstehen. Sehr viel Wasser dazwischen, wie wir sehen können. Ja, und immer noch nicht. Und immer noch nicht, aber jetzt. Nein, noch nicht, aber jetzt. So, und zwar geht es hier, ja, bis nach China, ja, bis nach Dalian, ja, im nördlichster Punkt hier von China, da, die Hafenstadt hier, ja. Ganz schön ist das hier. Geht hier richtig schön ab hier. Und dann geht es dann wieder weiter und dann sind wir dann hier in, na, mein Gott, da haben wir hier was. So. Da haben wir jetzt hier was bekommen. So. Ja, dann sind wir dann hier und fahren hier schön weiter. Ah. Bukia Town. Dann Ulugat Township. Ja. Dann geht's hier weiter. Dann sind wir hier in Saritasch. Ja, ganz gut. Dann geht es weiter. Dann sind wir hier in Osch. Dann der Lalawat. Sehr schön. Und dann machen wir hier eine Sause. Ne, eine Sause machen wir nicht. Hier nach Sausamia. Ja. Oder Susamia. Ja. Und ja. Und irgendwann, wenn alles gut verläuft,
Sind wir dann in Bischkek. Sehr gut. So, das ist das, was wir hier vor uns haben. Das eigentlich nochmal anschnallen. Sich gut erstmal kurz durchschütteln und Attacke. Was anderes fällt mir jetzt nicht in einen Moment. So, mal sehen, wie wir das jetzt hier bewerkstelligen. Ich hoffe, ohne besondere Abenteuer außer der Reihe, sage ich jetzt mal. Ah, bin ich ein bisschen hier tief reingekommen hier, ne? So, dann fahre ich jetzt hier ein bisschen, ja. So, wir wollen ja vernünftig rauskommen, ne? Und das Türchen geht ja auch jetzt gleich auf, denke ich mal, ne? Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ja. Ah, sehr schön. So. Biege nach rechts ab. So. Ja. Dann wollen wir mal sehen, was noch so alles passiert. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Na klar. Jetzt ist ja alles noch mehr oder weniger easy peasy. Ne? Mehr oder weniger. Wenn ich so ein Stratege wie der vor mir ist, hier wieder nicht im einfach stehen bleibt. So, fahr doch jetzt, Mann. Wenn ich jetzt vorfahre, mal sehen, ob der da stehen bleibt oder wie auch vorfährt. Nimm diese Ausfahrt. So. Wetter ist noch okay, also kann man so nicht meckern für den Januar, dass kein Schnee hier ist, hier liegt. Also ist auch gut so. Und ja, haben wir gut was vor uns, ne? Und ich weiß bislang auch noch nicht, wird mir aber noch gesagt, also habe ja noch ein paar Tage Zeit dafür, wie ich von Bischkek ja wieder rauskomme. Also da wollte sich jetzt auch Kurt drum kümmern, er sagte, mach dir keine Sorgen, ist eigentlich so weit geregelt, was ich bekomme, weiß er noch nicht, aber dass ich da was bekomme, also eine Folgetour bekomme, das sei sicher, ja. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Denn ansonsten, ja, habe ich so. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Habe ich dann ein kleines Problemchen. Aber nun gut. Nimm die Ausfahrt rechts. Wir treten das Abenteuer an. Mein Wegelchen und ich hier. Das wird sehr abenteuerlich.
bin ja erstmal ausgegangen, wie das ja, soll ja auch kommen, dass ich ja nach Marokko oder so fahre, also Nordafrika, ne? Tunesien war auch im Gespräch, aber dass es jetzt dahin geht, das ist ja schon mal, ne, eine Ansage, ne? Will ich mal behaupten. Da war ich schon ein bisschen hier, bin hier. Schon ein bisschen, oh, wer war das denn jetzt? Habe ich gar nicht gesehen, wer von meinen Jungs das jetzt war. Keine Ahnung. Kann ich jetzt nicht sagen. Okay. Wird er wenigstens mal hupen können, ne? Der Stratege. Oder Strategin. Strategin. Ja. Na, egal. Ich bin erstmal für eine Zeit lang hier mal out of order. Mann, oh Mann, oh Mann. Und das, wenn ich jetzt was weiß ich was transportiert hätte jetzt, ne? Aber Bohnen? 12 Tonnen an Bohnen? Okay. Sei es drum, ne? Jetzt habe ich mir überhaupt keinen Wegpunkt gesetzt, ne? Das ist natürlich jetzt hier. Ja. Irgendwo müssen wir ja ein Päuschen einlegen. Ja, zwei Päuschen. Ein Päuschen, ja, machen wir so. Und das andere Päuschen, das werden wir dann als solches dann, ja. Dann werden wir uns dann zum, ja, als Schlafplatz nehmen, ne? Sozusagen. Und dann geht's dann, in der nächsten Folge weiter. Zwei Teile. So sieht's aus. Er kommt es ehrlich gesagt jetzt nicht drauf an, jetzt natürlich ist man natürlich erpicht, jetzt das Ganze auch ja, in der Zeit auch abzuliefern, aber mir kommt es in erster Linie an, dass ich halt ankomme, im großen und im ganzen Stück, sage ich jetzt mal. Das dann zu regnen, oder was ist das da? Nee. Ja, wir schauen mal. Auch so nicht, ne, so eine Tour, muss ich ganz ehrlich sagen, also wirklich, also gut, ne? Aber wir wollen ja nicht meckern, wir wollten ja sowas machen, dafür haben wir ja auch ein bisschen gekämpft, also von daher, so, jetzt heißt es jetzt hier nach vorne schauen, wir kleckern nicht mehr, wir klotzen jetzt ein bisschen. So ist das. Und das Ganze auch als Sightseeing-Tour mit verknüpfen, ein paar Bilderchen machen. Glaubt mir sonst keiner hier. Holy moly.
Ich habe ja vielleicht sparsam geguckt, wo mir das gesagt worden ist. Also ich habe das gar nicht so auf die Papiere geschaut und auch, was ich dann Papiere habe. Mein lieber Herr Gesangsverein. Och. Und was da noch zukommt an Stempeln und hier und da und halala, halleluja. Na gut, ist halt so, ne? So, jetzt sind wir schon mal erstmal wieder in Deutschland. Das ist schon mal etwas. Etwas gerissen von der Strecke her. Nein, sorry, vom Abenteuer. Das ist keine Strecke, das ist keine Tour, das ist ja mein Abenteuer oder unser Abenteuer, besser gesagt. Auf alle Fälle. Das wird jetzt hier gnadenlos für mich gezogen. Natürlich, ja, erst rein, wie man es gewohnt ist, aber ich denke mal, auch da werde ich mich mal umschauen, ne, wie das so ist. Ja, bestimmt nicht so sexy, aber okay. Ja, ein bisschen Vorfreude habe ich schon, also. Man weiß ja nicht, ja, was dann so bevorsteht, ne? Also was also noch kommt. Ja, das Ganze auch easy teasy, alles gut, ne? Wieso, warum denn nicht? Muss ja nicht da mit Problemen behaftet sein. So kleinere Sachen, na okay, kriegt man natürlich geregelt. Ne? Solange mal so. Naja, so mit dem Zoll etc. pp. Keine Probleme kriegt, ne, dass man da irgendwie irgendwie nicht weiterkommt, ja, dazwischen sein hängt und so, dann wird es schon zu einem größeren Problemchen werden. Aber daran wollen wir jetzt gar nicht denken, sondern dass wir da, ich sag mal, irgendwann ankommen. Im Großen und im Ganzen, ja. Das wäre gut. Schon jetzt hier so ganz schön hier fahren ohne viel Verkehr, da können wir auch mal gucken. Ja, wir sind ja bei Nürnberg, wo wir jetzt hier ja uns hier, ach da sind wir hier, ja, wo wir hier Häuschen anlegen. Jo. So, das ist natürlich jetzt so eine Sache. Hier noch nicht. Fahren erstmal ein bisschen natürlich. Ne? Ich denke mal. Genau. Da haben wir auch unser Päuschen in Bern, ne? Oder bei Bern, oder? Ja. Oder nach Bern, wie auch immer. Ja.
Da werden wir unsere Pause einlegen. Und dann schauen wir mal. Entweder machen wir da richtig Schacht, quasi nächtigen da, oder fahren noch ein bisschen weiter. Dann muss ich mal sehen, Zeit dass zu gehen. wir noch fahren dürfen. Von der Zeit her. Jo. Aber bis Bern. Stimmt. Bitte links halten. Es regnet natürlich. Das gefällt mir natürlich außerordentlich, ne, wie ihr wisst. So. Den Grad haben wir. Der Wahnsinn, ne, oder? Jo. Ich war schon fast da, jetzt mal jetzt Ende Januar. Und naja, so milde Temperaturen, warum nicht? Sehr gut. Wenn ihr überholt könnt schon, aber im Moment schlecht, ne? Weil der vorbeifährt. Naja, viel weiter kommen wir jetzt auch nicht, ne? Gehen wir mal auf Gas, ne, oder? Ja, ich weiß. I know. Oh, da wurde einer rausgezogen.
So. Fahren wir da auch wieder in Spanien rein. Das ist auch mal wieder schön dann. Ja. Auch ein bisschen was her, ne, wo wir da waren. Obwohl, wir fahren ja dann, ja. Das ist im Südosten, kann man sagen. Uiuiui, da hat er gebrannt. Habe ich jetzt nicht gesehen. Eieieiei. Sonst ist ja alles soweit Taco. Ja, ich überlege nur, ob ich jetzt, ob ich ja als solches, muss ich mich ja noch reindecken irgendwo. Wahrscheinlich, wenn ich in Spanien bin, werde ich dann noch, bin ich dementsprechend, ja, halber Tank noch. Ja, also an Lebensmittel noch ein bisschen so, ja. Hab zwar hier was an Bord und alles, aber man weiß ja nie, ne? Getränke noch, Wasser und so weiter und so fort. Kaffee wahrscheinlich brauche ich auch noch und ja. Dass wir dementsprechend versorgt sind, ne? Ich weiß ja nicht, was da kommt. Und wie man so an Sachen so, ja, dass alles so einfach ist, ne? Lieber hat man das on board alles, lieber ein bisschen mehr, als wenn man zu kurz kommt, ne? So meine Devise. Hier noch mal gucken. Ja. Ja, wir knabbern Kilometer für Kilometer ab. Das tut ja nicht. Okay. Okay.
Ja, die Tour wäre auch nicht schlecht gekommen, wenn ich jetzt, wo ich in Lüttich war, dann ja, dann wäre der Weg ein bisschen, denke ich mal, direkter, vielleicht eventuell einige Kilometer oder einige hundert Kilometer vielleicht weniger, will ich mal behaupten. Gut, man weiß jetzt nicht, wo mich das Ganze lang geführt hätte hier von der Navigation, aber okay. Muss halt so nehmen, wie es kommt, ne? Hätte Fahrradkette. Jetzt bin ich jetzt nochmal von Prag bis nach ja, Bischkek und ja, alles gut. Da vorne ist irgendwas. Nee. Alles gut. Weil der Bus erstmal so abgebremst hatte, habe ich jetzt gedacht, da wäre irgendetwas außer der Reihe. Ja. Alles soweit gut. Ich war jetzt nur überlegen, ob ich nicht vorher schon ein Päuschen einlegen sollte. Eine Kleinigkeit essen. War ich jetzt im Gedanken vertieft. Weil es kommt ja gleich was hier. Und ja. Dann könnten wir eigentlich jetzt rausfahren. Warum nicht? Okay, lass uns eine neue Route finden. Immer geradeaus. Neue Route finden. Kann ich den jetzt hier halten? Ja, kann ich halten. Alles gut. Ich schon gewundert. Irgendwo sein jetzt hier. So, ich mache jetzt ein kleines Päuschen, Leute, und ja, dann sage ich mal gleich.
Okidoki. So. Dann können wir ja wieder geschmeidig wieder losfahren. Oder weiterfahren, besser gesagt, ne? Weiterfahren, Leute, immer weiter. Okay, so, wir haben jetzt kurz nach 4:30 und ja. Haben wir noch ein bisschen, wir sind jetzt kurz vor Zürich jetzt hier und ja, besser gesagt, hier sind wir ja kurz vor Zürich und ja, da wollten wir eine Pause einlegen, beziehungsweise da wollten wir eigentlich nächtigen, ne? Also bei Bern oder nach Bern. Boah, haben wir noch 207 Kilometer. Ja, können wir machen, ne? Ist eigentlich gut geregelt soweit. Lass uns Naja. loslegen. Ja, wir lassen hier jetzt. Weiß nicht, was wir hier lassen, gar nichts. Lassen wir Gummi auf der Strecke. So, let's go. Ja, ich weiß, ich bin zu schnell. So, jetzt sind wir in der Schweiz. Ja, prima. So schön geklappt das ganze Jahr, das einzelne Jahr. Sehr gut. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Sehr gut. So, passt. Sitz passt und hat eine Menge Luft noch. Immer geradeaus. Na klar. Oh, es wird so langsam, aber sicher dunkel, ne? Oh, ja, nee, geradeaus, ne? Richtig. Oh, der Bus, der Bus, der Bus, der Bus. Der wartet. Sehr gut. Ja, machen wir. Immer geradeaus.
Kein Problem. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Okay, 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 okay. Okay, ja, wahrscheinlich rechts ab hier gleich, immer oder? Geradeaus. Ne? Ja, ist doch gut, Helga. Ist ja nicht allzu breit, ne, hier das Ganze. Links halten. Und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Sehr gut. Immer links bleiben, ne? Ja. Links halten und dann bleiben Sie immer, immer geradeaus. Jawohl, Helga. Immer geradeaus. Da war schon mal etwas geschafft, ne? Würde ich mal sagen. An Strecke. Wollen wir mal sehen, ob wir das so gut aufgeteilt haben. Ich weiß es nicht. Was ich dann im zweiten Teil dann mehr ja, roundabout dasselbe habe, jetzt an, ja, an Länge im Ganzen von der Folge. Aber wir werden es sehen. Vielleicht wird die wahrscheinlich, denke ich mal, ein bisschen länger, aber okay. Bin ja auch schon eine ganze Strecke gefahren jetzt, ne? Würde ich mal behaupten. Also von daher. Und dann da geradeaus. Werde ich dann auch tanken. Wie weit haben wir es dann noch? Ach ja. Wir besser sehen, finde ich. Ja, ist so 63 Kilometer. Oder hin. Gehen wir doch hin. Obwohl, ich könnte ja auch hier in Genf, ne? Aber wenn schon, kann ich das Stückchen auch noch fahren, oder? In Genf? Weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist bestimmt so eine kleine Tanke wieder hier. Also sehe ich hier. So was kleines, nuckeliges so. Ja. Ich bin noch 178 vor mir hier. Jo. Frag mich, warum der so einen Bogen dann macht dann da. Ist doch nicht normal, oder? Hier lang, dann da lang. Okay. Machen wir das so. Vielleicht noch ein bisschen mehr, ein bisschen länger. Dann bin ich dann direkt hier bei Genf. Ist ja jetzt auch egal. Ist okay, jetzt egal. Los. Ja,
müsste hinhauen vom Sprit her. Leben am Limit, ne? War ja schön in die Nacht rein hier. Können noch ein bisschen fahren. Von daher. Häuschen hatten wir ja gemacht vorhin. Ne? Eine Dreiviertelstunde und da können wir ja wieder. Haben wir ja noch ein bisschen Puffer, ne? Bevor es zur Nachtruhe geht. Ist ja alles gut. Bin ja nicht jetzt durchgefahren als solches. War ja so geplant. Ja, kann natürlich jetzt von der Landschaft jetzt weniger was sehen, ne? Weil ja, dunkel, ne? Lässt sich gut munkeln, aber sonst auch nichts, ne? Ja, und auch hier auf der Autobahn hier ein bisschen gucken, aber sonst. Weniger. Stellt euch mal vor, jetzt habe ich jetzt bin ich jetzt in Kirgisistan angekommen, in Dingsbums, Federalala, Kischbeck, ne? Und ja, dann heißt es ja, nächste Tour, Laden hier, was weiß ich, irgendwas, und nach hier nach Marokko irgendwo. Das wäre doch, also da. Das wäre doch der absolute oder das absolute Highlight. Ich glaube, ich fahre jetzt mal kurz raus hier. Ja, weil ich weiß nicht, ja, nicht, dass ich hier wieder zu kurz komme. Ich fahre natürlich weiter, ne? Ich halte jetzt nicht hier an, also jetzt nur zum Tanken quasi. Ja, ja. Nur zum Tanken. Für alle Fälle. Könnte jetzt hier halten, aber nee, nee. Ich mach jetzt erstmal hier. Nicht, dann kann ich anlassen, was durch ist. So, ich tanke erstmal, Leute, und dann bin ich auf der sicheren Seite, ist besser als halt so. Okay. Dann bis gleich. Jetzt ein bisschen beruhigter weiterfahren. Hier hätte ich ja eigentlich hätte ich ja meinen Posten eingelegt. Wäre ja ganz schnucklig gewesen, ne? Noch kann ich. Na, soll ich? Soll ich nicht? Soll ich? Na, ich nein, ich fahre weiter.
jetzt ziehe ich das Ding durch. Wie gesagt, kann ja noch ein bisschen. Und dann machen wir das dann auch. Okay. Sehr gut. Ein Tunnel schön hell. Das ist natürlich sensationell. Und jetzt gleich direkt ins Dunkle wieder rein. Jo. Ganz toll. So. Aber was ist doch vorne los, Blaulicht? Na, 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 na. War so gut vorangekommen. Keine großen Verzögerungen bislang. Immer geradeaus. Ja, mache ich. Nächster Tunnel hier, kurzer Tunnel. Bitte rechts halten. Ja, das mache ich.
biege nach links ab. Ist ja gleich. Bestimmt. Ganz bestimmt, sage ich doch. In 8 Kilometern, wusste ich doch. Kommt dann, ja. Unsere Übernachtung. Aber gut war's weggerissen. Doch, doch. Das habe ich mir doch gedacht. Leute, 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 das habe ich mir doch gedacht. Hier nichts los ist, ja. Tanke ist nichts mit Tanke, ist leer hier. Ja, gut, dass ich hier von vorher getankt habe. Naja, nicht gerade sehr sexy, aber ist okay. Warum gehen wir hier direkt hier ran? Naja, aber unsere Ruhe, ne? Soll nur nicht zu ruhig sein hier, aber okay. So, dann war es das erstmal, ne? Mir ist das hier schön hell, ne? Mit der Laterne. Ja, da muss ich vielleicht noch ein bisschen jetzt alles hier runterziehen. Sonst ist mir das ein bisschen zu hell, das Ganze. Das ist auch nicht Sinn und Zweck, ne, das Angelegenheit. So, Leute, ja. Mal letzten Blick jetzt nochmal hier drauf schmeißen. Und ja. Gerade gesehen habt, sind wir schon in Frankreich jetzt, ne? Glaube ich, ne? Also Genf durch und glaub schon, ne? Oder? Wie sieht's aus? Kann das sein? Ja, jetzt geht's natürlich jetzt hier weiter Richtung Lyon. Und ja, jetzt haben wir ein bisschen Frankreich vor uns, ne? Ja. Montpellier. Dann ja. Geht's dann nach Spanien rein. Ich sag mal, das kriegen wir auch hin. Halt klar. Gut, dann war es das hier mit der ersten Tour oder mit dem ersten Teil des Abenteuers von Prag nach Bischkek, quasi in Kirgisistan, so, sorry. Und ja, erster Teil erledigt. Und der zweite Teil folgt dann. Okidoki, Leute, würde ich mich freuen, wenn ihr auch damit am Start sein werdet und ja, wird bestimmt auch recht interessant. Okidoki, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ja, schön die Stoßstangen sauber halten, ne? Wisst ihr ja, und vor allen Dingen gesund bleiben und ja, in diesem Sinne, hasta la vista und bis zum nächsten Mal. Euer Atze Gaming. Ciao.